Hallo allerseits. Ich habe hier einen Notruf, nicht in eigener Sache, zur allgemeinen Beruhigung. Mir geht's soweit gut, mir geht's langsam aufwärts, wenn ich auch nach wie vor zu kämpfen habe. Es geht um einen allgemeinen Aufruf, um einen Notruf. Ich habe gerade einen Notruf von unserem Landkreis gelesen, hier im Landkreis Rothenburg-Wümme. Ich werde ihn euch gleich vorlesen. Dieser Notruf betrifft auch deinen Landkreis, egal wo du jetzt wohnst, auch ob du innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas oder außerhalb wohnst. Es betrifft dich, wenn du einen Hausarzt hast, wenn du in deinem Ort ein Seniorenheim oder ein Altenheim hast, wenn du eine Klinik in der Region hast. Deine Hilfe ist jetzt gefragt. Wir alle können jetzt was beitragen, und zwar praktisch. Ich lese euch jetzt mal eben kurz oder zeige es euch und lese euch parallel diesen Notruf vor. Dann werde ich euch zusätzlich zeigen, was ich schon herausgefunden und zusammengesucht habe, um auf diesen Notruf zu reagieren. Werde euch ein paar Suchoptionen geben, wo ihr selber etwas zusammensuchen könnt. Ja, das ist der aktuelle Notruf. Wo haben wir ihn? Und zwar hier, mach mich mal kleiner. Das ist der aktuelle Notruf unseres Landkreises Rothenburg-Wümme in Niedersachsen in Norddeutschland. Schutzausrüstung gesucht. Das Personal im Gesundheitswesen ist derzeit sehr stark gefordert. Um sich selber vor einer Corona-Infektion zu schützen, benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutzmasken, die den erforderlichen Standards entsprechen. Zurzeit sind die Kliniken und das Gesundheitsamt noch handlungsfähig. In einigen Arztpraxen sind die Bestände bereits aufgebraucht. Aufgrund von Lieferengpässen und Hamsterkäufen ist auf dem Markt kaum noch Ware verfügbar. Und die Bestellungen sind nicht mehr auf den Tag genau planbar. Der Landkreis bittet daher sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, ihre nicht genutzte Schutzausrüstung zu spenden. Das umfasst Schutzbrillen, Vollgesichtsmasken, Atemschutzmasken der Klasse FFSP2 und FFSP3, OP-Masken, Schutzkittel, Ganzkörperschutzanzüge, Einmalhandschuhe, Desinfektion für Fläche und für Hände. Mit gutem Beispiel vorangegangen ist bereits das Rothenburger Finanzamt, das 500 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt hat. Auch offiziell abgelaufene Masken, die original verpackt sind, können Verwendung finden. Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen schützen, damit sie uns schützen, erläutert Landrat Luttmann. Mit so einer Spende können wir alle den Kampf gegen das Coronavirus unterstützen. Schön, dass der Zusammenhalt im Landkreis noch funktioniert und bereits die erste Spende bei uns eingegangen ist. Vielen Dank dafür. Wer spenden möchte, wende sich an Antje Brünjes unter der Telefonnummer 04261 983 2550 oder an die E-Mail-Adresse s wie Siegfried 4, die Ziffer 4, at lk-row.de. Diese Telefonnummern und Ansprechpartner beziehen sich ausschließlich auf den Landkreis Rothenburg-Wümme. Eure eigenen Ansprechpartner, entnehmt ihr bitte den Landkreisinformationen eurer eigenen jeweiligen Landkreise. Ich schalte jetzt einmal um auf meine zusammengesuchten Sachen bzw. die Liste der Ideen, wo wir jetzt überall entsprechendes Schutzmaterial zusammensuchen können. Sobald diese Aufnahme jetzt von mir beendet wird, werde ich selber auch anrufen und meine gesammelten Sachen anbieten. So, ich muss jetzt einmal kurz die Maske wechseln. Nochmal Bildschirm freigeben. Wo ist meine Liste? Da ist meine Liste. So, Schutzausrüstungen, Suchideen.
Handschuhe habe ich mir überlegt. Wo haben wir Handschuhe? Einmal Handschuhe. Ihr wisst, ich bin selber in freiwilliger Isolation, habe auch Symptome. Wie gesagt, mir geht's besser. Nichtsdestotrotz möchte ich meine Nachbarn nicht gefährden. Was mache ich also? Ich habe mir überlegt, statt der Einmalhandschuhe, die ich aktuell benutze, wenn ich runtergehe, um Post zu holen, kann ich genauso gut auch die normalen Winterhandschuhe nehmen und die regelmäßig waschen oder mir einfach ein Stück Papier oder ein Stück Plastikfolie von irgendwelchen Umverpackungen einmal kurz über die Hände stülpen. Dann hat dieser ganze Plastikmist wenigstens einmal in seinem Existenzleben was Vernünftiges getan. Handschuhe, die mir eingefallen sind und die ich jetzt auch zusammengesucht habe. Also wie gesagt, ich bin ja selber noch mit Infektionen bedacht, also was auch immer, ob nur Erkältung, grippaler Effekt, Influenza oder Corona, ich weiß es nicht. Habe ja schon mal ein Video drüber gedreht und sage auch, es ist richtig, dass nur diejenigen getestet werden, die jetzt echt an Priorität Nummer 1 ganz, ganz oben stehen. So, ich habe jetzt erstmal sämtliche Schubladen, sämtliche Handtaschen, sämtliche Jacken durchsortiert. Ich renne ja sowieso immer so in der Influenza-Zeit mit solchen Dingen durch die Gegend. Das zum einen. Ich habe auch meine Küchenschränke durchgeschaut. Ich habe meinen Erste-Hilfe-Kasten durchgeschaut. Dann habe ich eine angebrochene Packung, einmal Handschuhe gefunden. Dann hatte ich mir letzten Monat schon, lange bevor das überhaupt Thema war, meine normale Standardausrüstung in Einmalhandschuhen geholt, die ich immer für den normalen Hausputz brauche, wenn ich mal irgendwie mit scharfen Sachen arbeite. Ich brauche die momentan nicht. Krankenhäuser, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Lebensmittelhandel, Altenheime, vor allen Dingen Seniorenheime, die brauchen aber diese Dinge sehr viel dringender als meiner einer im Moment. Dann habe ich weitergesucht und habe dann gedacht, okay, wo noch? Ostereier-Färbesets, habe ich gedacht. In jedem Ostereier-Färbeset sind diese ganz, ganz dünnen Handschuhe. Die werde ich da auch gleich nochmal rausfummeln und dann reingeben. Das ist sicherlich nichts, womit dann Ärzte was anfangen können. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich bin kein Fachmann oder keine Fachfrau in dem Fall. Aber es können vielleicht andere Bereiche damit was anfangen. Also sprich Lebensmittelhandel, wo es dann darum geht, Pets zu berühren oder ähnliche Dinge. Was noch? Dann habe ich noch in meinen Jackentaschen und Handtaschen noch gefunden, zwei angebrochene kleine Mini-Desinfektionsflaschen brauche ich aktuell auch nicht. Alles, was ich aktuell brauche, das möchte ich auch nochmal zeigen, das ist auch das, was ihr momentan aktuell braucht. Das ist stinknormale Spülmittel und das ist stinknormale Seife. Das ist das, was wir im normalen Haushalt brauchen. Da habe ich nochmal weitergesucht und habe dann außerdem gefunden, gehen wir mal weiter. Also hier habe ich aufgeschrieben, könnt ihr ja auch nochmal lesen. Handschuhe kann man finden, einmal Handschuhe und mehrfach Handschuhe. Könnt ihr mal gucken, sucht eure Küche durch, sucht eure Putzschränke durch, sucht auch durch, ob ihr irgendwo was noch vielleicht in Handtaschen oder in Jacken habt. Erste-Hilfe-Kästen im Auto, Ostereier-Färbesets. Wer Haare färbt oder tönt, mache ich nicht, aber der eine oder andere oder die eine oder andere von euch macht das. Guckt bitte auch in diese Packung. Was kann uns passieren? Verfärbte Hände eventuell, egal ob jetzt beim Ostereier färben oder Haare färben. Da geht's um Leben und Tod. Was ist wichtiger? Frag dich das. So, das zum einen. Dann Desinfektionsmittel. Wo kann man das finden? Ich habe, wie gesagt, welche in den Jackentaschen und Handtaschen gefunden. Auch da Erste-Hilfe-Kasten, Küche, Putzschränke, schaut mal, was ihr habt und alles, was ihr was ihr abgeben könnt, geht da ganz tief in euch und fragt euch, braucht ihr das wirklich? Wenn du selbst in einer Pflegesituation bist, pflegende Angehörige bist oder pflegender Angehöriger, dann brauchst du die Sachen natürlich auch selbst für den eigenen Hausbedarf. Weil es gibt ganz viele Leute, die da draußen pflegen. Ich habe selber gepflegt und weiß, was für eine doppelte, dreifache Belastung das sowieso schon ist. In dieser aktuellen Situation ist es noch dreifach, vierfach scheiße. Deswegen sage ich jetzt auch hier nochmal ganz deutlich, denkt auch an die ambulanten Pflegedienste.
Fragt auch da mal nach, was die brauchen können. Fragt bei euren ambulanten Pflegediensten nach. Fragt bei euren stationären Pflegediensten nach. Fragt beim DRK, Johanniter, Malteser und so weiter nach, was die konkret brauchen. Im Moment wird jede helfende Hand, die einigermaßen gesund ist, keine Infektionsgefahr darstellt, körperlich gebraucht und ansonsten wird jeder gebraucht, wenigstens digital in irgendeiner Form. Wenn du nichts physisch beitragen kannst, teil den Aufruf, sag jedem Bescheid, den du kennst. Was noch? Desinfektionsmittel, Schutzbrillen und Atemmasken. Es stand ja in der Mitteilung, dass auch abgelaufene Sachen gebraucht werden können. Also habe ich mich in die Tiefen meiner Renovierungskiste begeben, meiner Renovierungs- und Hobbykiste. Ich habe vor Anno Knick mal damit gespielt, mal vielleicht irgendwann was mit Lackarbeiten, malertechnisch zu machen. Ist da nichts draus geworden, aber ich habe immer noch aus dem Jahre 2009 leider schon abgelaufen. Trotzdem, ich habe hier noch eine original verpackte Maske. Ich habe immer gedacht, na, irgendwann fürs normale Malen reicht das. Ist egal, wenn es jetzt 2009 schon abgelaufen ist. Brauchst du ja nicht großartig. Also habe ich das Ding immer noch irgendwo im Schrank. Vielleicht geht's dir ja auch so. Vielleicht hast du in deiner Hobbywerkstatt was, weil du irgendwie Lackierarbeiten mal machen wolltest, weil du den Gartenzaun mal in diesem Frühjahr dir vornehmen wolltest. Dein Gartenzaun ist dir bestimmt sehr wichtig und kann ich auch nachvollziehen, aber es gibt jetzt Dinge, die momentan wichtiger sind. Also, auch in meinen großen Beutel. Was gibt's noch? Schweißerbrillen, falls du eine Werkstatt hast oder falls du in deiner normalen Hobbywerkstatt vielleicht auch eine Schweißerbrille hast. Überleg dir, wie wichtig das ist. Du kannst dir die vielleicht nochmal leisten, dir nochmal, wenn der ganze Mist hier vorbei ist, nochmal neu zu kaufen. An anderer Stelle geht's jetzt hier tatsächlich darum, Personal im medizinischen Bereich zu schützen. Schwimmbrillen und Taucherbrillen. Auch nicht gerade das gelbe Vorei. Das entspricht alles nicht den Schutzvorschriften. Aber es ist ein kleiner Schutz im Gegensatz zu gar keinem Schutz. Also auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Erstmal abgeben und dann können die selber entscheiden, was können sie davon wo, an welcher Stelle unterbringen. Wo ist ganz großer Schutzbedarf, wo wirklich nur die absoluten richtige Schutzausrüstung mit FFP2, FFP3 sein muss, wie im Krankenhaus, wie in den Kliniken, wie bei Operationen, wie im täglichen Umgang, wenn tatsächlich Patientinnen und Patienten getestet werden müssen. Oder wann ist es sinnvoll, wenn so normale Sachen, so normale Schutzmasken und Co. weitergegeben werden, die dann vielleicht auch die Arztpraxen an ihre Patienten geben können, nach dem Motto, hier, huste bitte nicht unser Wartezimmer voll, mach dir bitte die Maske vor. Also gar nicht nur auf den Eigenbedarf der Arztpraxen dann auch denken, sondern auch an den Bedarf, den die dann an die Patienten weiterreichen können, damit die während der Behandlung oder während der Warteraumzeit keine zusätzliche Gefahr darstellen. Also Renovierungskästen, Hobbywerkstatt. Wer kann Nähmaschine anschmeißen? Ich habe absolut zwei linke Hände, sonst hätte ich das schon losgelegt. Es gibt Anleitungen von der Hausärztlichen Kassenvereinigung in Niedersachsen beispielsweise. Die haben auch eine Anleitung rausgegeben. Es gibt eine Anleitung von der Feuerwehr in Essen. Beides jeweils mit dem Hinweis, dass es natürlich nicht den normalen Schutzvorschriften entspricht. Aber wenn jeder von uns das seine beiträgt, und sei es jetzt beispielsweise, wenn du einen vierbeinigen Patienten hast, wenn du ein Haustier hast und damit dann zum Hausarzt, zu deinem Tierarzt, zu deiner Tierärztin gehen musst, ist es natürlich toll, wenn die da Schutzmasken an die Tierbesitzer und Tierbesitzerinnen abgeben können, um so eben auch die Infektionsgefahr, die dann von dem Tierbesitzer ausgeht, zu reduzieren. Das ist eben auch ein kleiner Beitrag, den wir alle leisten können. Wer von euch nähen kann oder wer eine Tante, einen Onkel hat, der gerne an der Nähmaschine sitzt, Nähkreise, Kirchenkreise von Seniorinnen und Senioren, ganz, ganz viele Menschen sitzen momentan zu Hause, wollen Beitrag leisten, wissen nicht was.
Wäre eine tolle Idee, einfach mal mit dem Kirche, mit der jeweils eigenen Gemeinde in Verbindung setzen und sagen, ihr habt doch Nähkreise und Co., ich sitze zu Hause, kann auch nähen, kann ich mich anschließen, gibt es da irgendwo, gibt es vielleicht schon Connections, sind da vielleicht schon Verbindungen aufgebaut von der Kirchengemeinde zu den jeweiligen Ärzten, sodass dann jeder einzeln anruft bei einem Arzt oder bei der Ärztin, die ja auch viel zu tun haben, sondern einfach mal gucken, wo man vielleicht auch so Kräfte bündeln kann. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist auch so eine Win-Win-Situation. Einerseits wird die Schutzmaßnahme ein bisschen weiter verbreitet. Wie gesagt, es geht nicht um den Eigenschutz. Es geht darum, andere Menschen zu schützen, falls jemand infiziert sein sollte und niesen muss oder husten muss. Das geht jedem mal so, dass man dann eben nicht die Fontäne von sich gibt und weiter Viren unbedingt verbreitet. Das ist eine kleine Hilfsmaßnahme, die wir alle jetzt vornehmen können. Also, das ist eben die Möglichkeit, die wir machen können. Das ist das, was mir so eingefallen ist. Schutzanzüge, da habe ich dann auch überlegt, was gibt's da? Es gibt die einmal Malerschutzanzüge, die wir alle haben. Auch wieder, guckt mal nach. Jeder von uns renoviert irgendwann mal. Der eine oder die andere macht das dann vielleicht auch so mit so einem einmaligen Ganzkörperschutz. Guckt mal, was ihr da habt, was ihr da abgeben könnt. Hobbywerkstatt, wer malt und Co., vielleicht genau das Gleiche. Regenponcho, die Idee ist mir auch gekommen, ganz blöd. Ich habe mir vor kurzem hier so ein Einmal-Regenponcho besorgt. Ich weiß nicht, inwiefern das helfen kann, aber es ist eine Erwachseneneinheitsgröße und es ist zumindest mal auch wieder ein einmaliger Schutz. Vielleicht kann das sogar auch mehrfach benutzt werden, weiß ich nicht. Ich kann es nicht einschätzen, aber schaden kann es jedenfalls nicht, das abzugeben. Weil da geht es jetzt hier um, was geht's? Um vielleicht um 1,50, 2 Euro. Vielleicht habt ihr das noch zu Hause. Vielleicht könnt ihr einfach mal gucken. Vielleicht habt ihr dann noch irgendwo was in der Ecke bei euch im Auto liegen. Vielleicht beim Fahrrad irgendwo gebunkert. Oder schaut einfach mal nach. Das sind so Sachen, die mir selber eingefallen sind. Dann habe ich mir dann noch überlegt, okay, es gibt ganz viele örtliche Geschäfte, Industrie, die jetzt tatsächlich schon ganz, ganz viel hilft. Also es gibt Spenden von ganz vielen örtlichen Betrieben, die einfach mitgekriegt haben, okay, bei mir brechen gerade die Umsätze ein. Schlimmer am schlimmsten für mich persönlich, für meine Mitarbeiter, ganz doof. Aber es gibt sogar noch Menschen, die jetzt tatsächlich ihr Leben tagtäglich riskieren. Die sind noch eine Nummer härter betroffen und ich habe vielleicht irgendwas, mit dem ich helfen kann. Es gibt aber auch andere, die sind im Moment so fertig, weil das eine Ausnahmesituation ist, dass sie auf die Idee noch gar nicht gekommen sind, weil sie erstmal die Probleme für die eigene Familie, für den eigenen Betrieb, für die eigene Mitarbeiter, Belegschaft, für die eigene Putzfrau bis zur Sekretärin irgendwo oder vom Handwerker bis hin zur Dachdeckerin alles irgendwo erstmal auf die Kette kriegen müssen und dafür noch gar keine Gedanken hatten. Ich sitze jetzt hier beispielsweise seit gestern früh, nicht erst nachmittags um 15 Uhr, seitdem die Server geöffnet sind, sondern seit gestern Morgen um 8 Uhr versuche ich beispielsweise bei der N-Bank eine Registrierung vorzunehmen, damit ich dort ein Benutzerkonto öffnen kann. Ich komme nicht durch. Um es mal so zu sagen, als Selbstständige bist du im Moment in folgender Situation. Die Nerven sind etwas blanker, als sie sowieso schon sind. Das nur dazu. Also dementsprechend, bitte habt Verständnis dafür, wenn ihr vielleicht auch mal angeschnauzt werdet, wenn ihr der Dritte oder Vierte seid, der jetzt irgendwo in einem Betrieb anruft und sagt, hast du nicht vielleicht irgendwie, hast du das mitgekriegt, dass der Aufruf da ist. Also auch da, wundert euch nicht, wir sind alle Menschen, wir sind alle im Moment angespannt, also bitte habt Verständnis in alle Richtungen und habt bitte auch Verständnis, dass dann auch bestimmte Eigenlagerbestände auch beibehalten werden müssen, wenn es denn dann losgeht wieder, wenn die Geschäfte wieder öffnen, dass dann auch sofort richtig normal wieder losgelegt werden kann. Aber aktuell sind ja tatsächlich die medizinischen Bereiche diejenigen, die wir besonders unterstützen müssen. Und da hat jeder Selbstständige, jeder Gewerbetreibende, hat da Verständnis für und wird da solidarisch sein, sofern es ihr oder ihm möglich ist.
mögliche gewerbliche Helferinnen, die mir jetzt eingefallen sind, die aber selber vielleicht noch gar nicht so auf dem Plan haben, was sie da vielleicht noch an Schatz für unser medizinisches Personal in ganz Deutschland, in der ganzen EU und auch in der ganzen Welt auf Vorrat haben. Denke ich mal an die Lackierereien und Malerbetriebe. Da denke ich so an die Atemschutzmasken, aber auch so an Schutzkittel, die man ja hat, und Schutzbrillen. Hobbybedarfsläden in Richtung Ostereierfärbesets. Wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit. Friseursalons, auch Handschuhe, klar, logisch, Hotels, Restaurants, Cafés, Imbisse. Ich habe mal mitgeholfen im Sekretariatsbereich einer parkeigenen Restauration. Daher weiß ich, wie oft Desinfektionsmittel genutzt wird. Also auch da die Möglichkeit, auch mit Schutzanzügen da vielleicht die Möglichkeit und natürlich auch mit den Einmalhandschuhen die Möglichkeit. Fleischereien, Schlachtereien, wenn da eventuell Lagerüberschüsse sind, wäre auch das eine Möglichkeit. Wobei ich da natürlich sagen muss, das ist auch systemrelevant. Das heißt, da geht es darum, dass dann auch unsere Ernährung aufrechterhalten werden muss und da müssen eigene Lagerbestände natürlich bewahrt werden. Das ist das, was mir jetzt so eingefallen ist. Ich beende jetzt hier diesen Livestream und rufe bei mir direkt im Landkreis in Rothenburg-Würmer an. Euch empfehle ich, macht euch auf die Suche, stellt zusammen, was ihr zusammenstellen könnt und dann guckt, wo es bei euch im Landkreis brennt, bei euch örtlich in der Gemeinde brennt. Denkt an folgende Institutionen und aus folgenden Gründen. Beim Landkreis ist es ganz klar, die haben den Gesamtüberblick und verteilen nach Priorität. Dann habt ihr vielleicht den einen oder anderen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, die selber pflegende Angehörige sind. Latscht da nicht hin und klingelt einfach, sondern ruft da an und fragt, erstens, ob die was davon gebrauchen können, zweitens, ob ihr anderweitig helfen könnt mit einem regelmäßigen Anruf, mit einem regelmäßigen Gespräch aus Entfernung, mit der Möglichkeit, Einkäufe zu erledigen und vor der Tür abzustellen und ähnliche Dinge. 0815, was wir jetzt alles machen können, was jeder von uns machen kann, insofern er nicht eingesperrt ist. Jeder kann helfen. Also, dann denkt bitte unbedingt an die Seniorenheime, Altenheime. Ruft da an, fragt, was sie gebrauchen können. Vereinbart mit denen, wie die Übergabe gestaltet wird. Auch da gilt, nicht aufschlagen, reinlatschen wollen. Nein, das geht nicht. Anrufen, vereinbaren, wie ihr das übergebt. Das Gleiche, denkt an eure Hausärztinnen und Hausärzte, denkt an eure Tierärztinnen und Tierärzte und denkt bitte auch ganz dringend natürlich auch an das Klinikpersonal. Das Klinikpersonal steht vor einer besonderen Herausforderung, die insbesondere bedenken, falls ihr gewerblich unterwegs seid und diese FFP2, FFP3 Masken habt oder in irgendeiner Form vielleicht auch OP-Masken habt, weil ihr normalerweise Manikürbetrieb habt. Wäre auch noch eine Idee, oder Pediküre macht und da Überschüsse in eurem Lager habt, überlegt bitte, was ihr abgeben könnt. So, das war's von meiner Seite. Wir alle können was tun. Das ist jetzt tatsächlich ein Notruf, ein offizieller Notruf des Gesundheitsamtes meines Landkreises gewesen. In euren Landkreisen wird es ähnlich sein. Wer bis jetzt immer noch der Meinung ist, das Ganze ist alles so hochgebauscht und das ist alles so eine Katastrophenstimmung und wir sollen uns alle nicht so anstellen und bitte doch morgen sämtliche Geschäfte wieder öffnen, dem sei gesagt, dass das eine ganz, ganz unkluge Idee ist. Das war's von meiner Seite aus. Wer noch weitere Ideen hat, bitte kommentieren, bitte sagt Bescheid, wenn noch weitere Dinge irgendwo an irgendeiner Stelle gebraucht werden. Ich versuche im Kleinen, was ich kann, beizutragen und ich hoffe, ihr tut das Gleiche. Mehr können wir alle nicht tun, wir können alle nur unser Bestes tun. Mehr kann auch keiner von irgendjemandem verlangen. Bis dann. Tschüss.